dem Modellbaukönig Sommerfest. Gestern hat das stattgefunden und es war wieder eine Riesensause, hat total Spaß gemacht. Wir sind morgens hier um 5 aufgestanden, meine Frau, mein Sohn und ich. Meine Frau braucht morgens ein bisschen länger, um wach zu werden. Und dann 8 Uhr bei Delan, Mrs. Delan und Baby Delan eingetroffen. Und dort wurde dann noch gefrühstückt, also um 8.30 Uhr war das, dann haben wir noch gefrühstückt und sind dann so gegen 10 Uhr beim Sommerfest in dem Horst bei der MBK gewesen. Hatten dann eine riesen Sause, ein bisschen ein paar Sachen eingekauft, die ich euch gleich zeigen wollte. Und ein, zwei Vorführungen angeschaut, genau sozusagen 3. Und ja, und im Anschluss sind wir nochmal zu den Delans gefahren und haben den Abend dann ausklingen lassen mit Grillen und ja, war eine riesen Sause. Dort haben sich dann auch noch ein paar andere Modellbauer eingefunden. Und ja, war total toll. So, ohne weiteres Geschwafel zeige ich euch jetzt, was wir gekauft haben. Korrigiere, was ich gekauft habe. Als erstes, das musste ich nicht kaufen, das habe ich von Dennis gekriegt. Das sind ein kleines Becherchen, wo er normalerweise seine Pillen drin hat. Keine Ahnung, was er damit macht. Ich schätze mal Farben anmischen. Ein Schalter und Leuchtdioden für meinen Hammer, damit ich an meiner Beleuchtung weiterarbeiten kann, damit das da auch mal weiter vorne geht. So, dann bei MBK gekauft. Einmal, was man ständig braucht, wie Plastikkleber, ist auch Sekundenkleber. Tag zuvor ist mein Sekundenkleber ausgelaufen und jetzt brauchte ich neuen. Dann 2 Washes. Ich korrigiere. Ja, das ist alles auch immer schon, kann man als Wash durchgehen lassen. Einmal Damp Earth von MIG. Warte mir den Wash. Und einmal Light Rust Wash. Auch von MIG. Auf diesen beiden auf Ölbasis. Und ein Pendeline Accent Color von Tamiya. Man kann auch normale Schwarzwasch nehmen, aber ich wollte es mal ausprobieren. Dann geht es weiter von Life Color. Ich habe Life Color noch nie benutzt, aber irgendwann muss man es ja mal machen. Ne? Habe ich mir einen Olive Drab Farbsatz geholt. Ja. Dort sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Olive Drab Töne drin. Einmal Olive Drab FS, was immer das auch ist. Olive Drab, Olive Drab Khaki, das ist dieses bräunliche, dann nochmal ein Olive Drab und 2 Faded Olive Wraps. Oh, das ist genug mit Wraps. Ne? Das ist alles hier drin. Ich habe einige Fahrzeuge, die halt in der Farbe sind, wie ein M113, ich habe einen M4 und auch das ein oder andere russische Fahrzeug, dadurch, dass wir hier verschiedene Olive Töne drin haben. Oder Bundeswehrfahrzeuge kann man damit bemalen. So, kommen wir zu den Modellen. Wie schon gesagt, ich habe ja ein M4 noch in meinem Schrank von Tamir. Und was da auch ziemlich interessant, was wahrscheinlich ziemlich interessant auch aussieht, ist die passende aufgesessene Infanterie. Seht ihr das? So, die passende aufgesessene 101st Light Company Fallschirmjäger Infanterie. Ja, ich finde den Bausatz ziemlich cool, oder zumindest die Personen, die haben eine schöne Haltung und das sieht ziemlich interessant aus, finde ich. Ja. Auch hier sieht man so eine Französin, schätze ich mal, ist das, die von der Resistance den Kopf kahl geschoren hat, weil sie sich mit einem Deutschen eingelassen hat. Na, das Ergebnis sieht man ja da unten und es war wohl so Common News, denen den Kopf zu rasieren, um die bloßzustellen. Und im Endeffekt lebten die dann auf der Straße und hier ist dann auch einer dabei, der ihr dann was zu essen anbietet, damit sie überhaupt was hat. Hm. Gut, dann schauen wir mal weiter. Eine Hawker Hurricane kam auch noch rein in 1:48 mit einer, ja, es gibt schönere Bemalungsvorschläge. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Das Ding hat eine ganz komische Nose-Art hier, ne? Mit so komischen. Nein, ich werde da wahrscheinlich eher die rhodesische Version bauen in Aluminium. Dann, was kam noch rein? Ja, 2 Nazi-Panzer. Im Endeffekt würde es genau in diese Sparte reinpassen, wie die Haunenboom. Und zwar
ein Walker, den hatte ich mir in mein Kolbchen reingelegt. Ja, das ist auf E75 Basis, ne? Auch hier, nie gebaut worden, Wunderwaffe, böse Nazis. Dann noch als Walker-Version. Die haben genauso wie bei der Haunebu Geschwindigkeiten angegeben, wie schnell das Ding fahren kann, wie viel Besatzung drin ist und. Ist mir egal, finde ich cool. Keine Hakenkreuze drauf, warum soll ich es dann nicht bauen können? Für mich persönlich ist das Science Fiction, ne? Und ich finde die ziemlich interessant. Ich bin eigentlich kein Fan von Panzern, die Welt ab jeder Realität sind. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein die Ratte zum Beispiel, reizt mich gar nicht. Viel zu groß, viel zu klobig. Wer soll denn das Ding einsetzen? Jetzt kannst du natürlich sagen, hey, Walker, nicht umsetzbar momentan, schon damals erst recht nicht. Besonders, was steht drin, 40 Kilometer die Stunde soll das Ding zurückgelegt haben. Das erinnert mich aber mehr an Star Wars, wenn man die AT-ATs anschaut oder ähnlichem. Daran erinnert mich das. So, und da ich den einen ziemlich interessant fand, hat meiner Frau in dem Moment, wo ich gerade mal auf Potty war, einen zweiten in den Korb eingeschmissen. Ja, nämlich mit der E75-Ausfertigung, aber mit dem Gerät 58, sprich mit einer Flak. Ja, auch wieder Walker, aber ein böser Nazi-Panzer. Ja, gehört gar nicht ins Kinderzimmer. Ich habe kein Kinderzimmer mehr, mein Sohn. Ist es ziemlich egal, was da drauf ist. Hauptsache, es sieht cool aus. So, dann gab es bei MBK wie immer auch eine Schnäppchenecke. Dort sind dann Modelle, die sie, ich schätze mal, aufgekauft haben auf irgendwelchen Fundusauflösungen oder wo Transportschäden dran sind, die sie so nicht in den Verkauf bringen können, die kann man da günstiger bekommen. So, unter anderem habe ich mir dann auch ein Fahrzeug zugelegt, nämlich für nur 30 Euro habe ich mir dann den Ux, wieder ein verblödender Nazi-Panzer, um Gottes Willen, aus der E-Serie im Endeffekt. Ne, E-Serie ist jetzt nicht so eine What-If-Serie oder 46er-Serie. Ja, Panzer 2. Wer sieht den noch mal? Ich kurze die Kamera gerade. Na, den habe ich mir noch zugelegt. Das hier hinten ist übrigens mein Kopf, sonst kann ich den Bildschirm nicht sehen. Ich weiß nicht, ob ich es in die Kamera halte. Habe ich schon gesagt. Für 30 Euro. Habe ich den noch mitgenommen. Ja, ihr seht, der Karton ist fast in Ordnung. Hier ist eine kleine Modelle hier oben dran. 30 Euro. Dennis hatte sich da einen Conqueror für 15 Euro geholt. Also, der normalerweise auch von den Music Hobbies, der eigentlich auch so um die 50 Euro liegt. Ja. Ja. Das war's, was ich mir zugelegt habe. Also, ich bedanke mich hier auch nochmal bei Mrs. Delan, nochmal persönlich für das Grillfleisch, für das Frühstück und Tischdecken und Bespaßung meiner Frau. Und ja, war total toll auch. Klasse Pflege und habt da momentan, finde ich toll, die alte Dame. Na, auch eure Tochter. Top. Ja, dann wünsche ich euch allen jetzt noch einen schönen Sonntag. Erholt euch von den Strapazen. Ach ja, was ich vergessen habe zu sagen. Für den einen oder anderen mag das total beiläufig sein. Ne? Also, ihr kennt meinen Kanal, für die, die mich hier öfters sehen. Ich habe nicht so viele Abonnenten und erreiche jetzt auch nicht das große Publikum. Aber wenn man dann auf so einer Messe ist und es kommt einer an und spricht dann noch auf seinen. In meinem Fall jetzt auch die P51 an. Oh, da geht wieder das Herz auf. Da weiß man, der ein oder andere guckt mich und erkennt mich auch, wenn er auf der Straße sieht. Das fand ich toll. Also auch an die Herren, vielen Dank. Na, hat mich tierisch gefreut, dass ihr mich persönlich angesprochen habt und mich auf meine Mustang angesprochen habt. Also sprich, dass man da mal kurz ins Gespräch kam. Vielen Dank dafür. Wäre fast aus der Halle geflogen, vor Stolz. Gut, jetzt auch nochmal kurz. Muss ich Namen nennen? Ich würde eigentlich keinen Namen nennen. Schreien wir raus. Oder wie überpiepen es. Vielen Dank für die Betreuung und für das Bespaßen meiner Frau und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bye.